Ja, schönen guten Abend, Janis. Moin. Genau, Keanu sitzt bereit, ist gerade noch, macht gerade noch ein paar Aufstellungen, präpariert hier ein wenig seine Spieler und dann kann es auch schon losgehen. Er tritt heute an, Janis, gegen den Paderborner Stadtmeister im FIFA. Janis, ich höre gerade, dass man dich nicht hört. Würde mir hier gerade gesagt, während du hier die Vorstellung von unserem Gegner triffst, genau den FIFA 20 Stadtmeister von Paderborn, der bisher sehr ordentlich gespielt hat. Und gleich gegen Keanu antreten will. Keanu hat ja letzte Woche stark überzeugt mit einem astreinen 5:1. Korrekt, jetzt gegen hört man dich tatsächlich. Ja, jetzt hört man dich, genau. Ich bin auf eine Dings, Musik hört man doppelt, wird mir auch gerade gesagt. Ich hoffe, es klappt jetzt vom Sound her. Ich habe eigentlich nichts. Also, ihr müsst euch das Ganze so vorstellen, um vielleicht einen kleinen Einblick zu bekommen. Ich habe hier ein Programm, womit ich das Ganze mache, oder womit wir das machen. Und ich habe eigentlich nichts umgestellt. Deshalb wundert es mich gerade, dass der Ton anscheinend doppelt ist und auch meine Stimme. Jetzt ist sie aber zu hören, da war ich irgendwo auf eine Taste, da bin ich irgendwo drauf gekommen. Was ein holpriger Start hier heute in diese Partie, aber wir starten jetzt rein mit der ersten Partie. Keanu Staubert, wie gesagt, antreten, du hast es eben erwähnt, gegen Lukas Fiedler, Stadtmeister von Paderborn, also einem, der wirklich was kann an der Konsole, der das auch schon gezeigt hat, unter anderem gegen Bremo, E-Sportler von Wien Wiesbaden, 4:0 gewonnen, aber, das muss man fairerweise auch sagen, zwei Partien verloren, und zwar einmal gegen Elias, den man, denke ich, ganz gut als YouTuber kennen könnte, der ja da ganz gut polarisiert. Und auch gegen Nico Schlotterbeck von Freiburg. Das ist ein richtig guter Pass. Ich wollte gerade sagen, Keanu startet deutlich besser als wir hier in den Livestream, nämlich sehr flüssig und ist schon nach 4 Minuten das erste Mal im Strafraum. Leider abgefangen. Ja, genau. Auch Keanu hat ja schon E-Sports-Erfahrung. Wir haben es letzte Woche schon kurz angesprochen. Wir sprechen es gerne nochmal an. Hat gegen unsere E-Sportler, gegen den Timo Krabs auch schon häufiger gespielt, auch schon mal gewonnen. Ja, also ich glaube, der ist auf jeden Fall nicht chancenlos heute. Der kann was auf jeden Fall, der hat zuletzt gezeigt, in der letzten Woche auch dort gute Leistungen gezeigt und insgesamt auch zu dem 8:3 beigetragen. Und das da ist es jetzt schon passiert. Angriff für Fiedler, macht das gut. Und mit Sven Michel, dem Stürmer. Ja, da stand der Innenverteidiger, hat er glaube ich einmal auf dem falschen Fuß erwischt und schon ist der Stürmer weg. Genau, ich sehe gerade, die Musik war doppelt, also schreibt gerne mal rein, wenn irgendwas doppelt sein sollte, was eigentlich nicht kann, weil ergibt gar keinen Sinn, aber schreibt gerne rein, wenn natürlich. Nur die Musik lese ich gerade, genau. Also Rest läuft flüssig. Jetzt hoffen wir, dass es auf dem grünen Rasen, auf dem virtuellen grünen Rasen jetzt auch wieder flüssig läuft. Ja, Keanu schon nach 10 Minuten das zweite Mal am Strafraum. Jetzt muss er nur noch die Lücke finden. Da hat man auch wieder die berühmte Effektivität gesehen von dem FIFA-Profi ist er ja nicht, aber von dem sehr starken Gamer aus Paderborn eine Chance und direkt drin das Ding. Genau, erste Chance direkt genutzt. Das kann jetzt Keanu nicht von sich behaupten, hat aber noch keine richtige. Jetzt hat er aber Platz. Das ist natürlich mal ein Pass. Jetzt hat er Platz. Überzahl. 2-1. In den Rückraum und geblockt. Ach, schade. Schade. Aber das war natürlich sehr schöner Pass. Ein Pass fürs Bilderbuch. Ja, in der Tat. Schade, dass er da nichts draus gemacht hat. Also trotz 0:1 nach einer Viertelstunde würde ich sagen, Keanu gehört diese Anfangsviertelstunde. Jetzt muss er daraus nur noch was machen. Ist besser drin, macht viel mehr nach vorne, macht das richtig gut jetzt über den Flügel. Oh, gute Flanke. Ah, schade. Schade. Fabian Klos aufs Tornetz. Also, ich sehe schon, der trifft heute noch, der Keanu. Ich habe da ein gutes Gefühl. Und da lege ich mich jetzt schon fest. Und ich meine auch tatsächlich, dass du wieder etwas vor mir bist, was das Bild angeht, was du siehst.
kommen. Dann versuche ich es dir mit einer Sekunde Verzögerung zu erzählen, was ich hier sehe. Sehr dankenswert. Wir haben über Keanus Körperhaltung letzte Woche schon gesprochen. Er sieht es wieder sehr entspannt, trotz 0:1 Rückstand. Und jetzt gibt es den Elfmeter. Ich hatte tatsächlich eigentlich vorher abseits gesehen, mit meinem geschulten Auge. Aber anscheinend nicht. Und jetzt den Elfmeter. Muss anscheinend nochmal polieren. Wo geht's hin? Fabian Klos tritt an und versenkt. Und trocken. 1:1. Sehr schön. Hat er sich verdient. Ich, FTW, schreibt, ist das ein E-Sportler oder irgendein Dude? Das ist ein E-Sportler. Also, ja, er hat die Stadtmeisterschaft in Paderborn gewonnen und ist damit auf jeden Fall ein Spieler, der schon auf der relativ großen Bühne gezeigt hat, dass er FIFA spielen kann. Ist jetzt auch im Angriff wieder mit Sven Michel Abschluss und Nilsson ist erstmal dazwischen, kann erstmal klären, auch wenn es jetzt Einwurf gibt. Genau, also E-Sportler ist wahrscheinlich eine Nummer zu hoch gegriffen, aber auf jeden Fall jemand, der saustark an der Konsole ist. Genau, ist natürlich immer die Frage, wo fängt jetzt E-Sportler an, wo hört das auf? Ist ja schwierig zu definieren, weil es ja auch kein Begriff ist, den es jetzt seit 30 Jahren oder so gibt. Deshalb, ja, muss man da immer ein bisschen schwierig gucken, genau. Aber dass die Information. Was wir aber festhalten können, ist. Genau, was wir festhalten können, ist, dass Keanu hier gegen einen absoluten Top-Spieler super mithält. Und nicht nur mithält, sondern dass er ja eigentlich den Ton angibt hier. Das kann man, glaube ich, schon sagen, jetzt nach den ersten 25 Fall. Minuten. Also wieder ein sehr guter Auftritt von unserem echten, waschechten Bielefelder. Das ist er. Ja, das passt natürlich gut zum heutigen, zum Bundesliga-Home-Challenge-Derby-Tag. Die haben ja geguckt, dass sie dieses Wochenende nur Derbys aufs Parkett zaubern. Wir haben hier zumindest das Nachbarschaftsduell gegen den SC Paderborn bekommen. Da passt dann ein echter Bielefelder so richtig rein. Auf jeden Fall, das ist richtig schön gemacht. Und jetzt, schade, da vielleicht ein bisschen ruhiger bleiben müssen. Den Ball vielleicht nochmal kurz ein bisschen flach auf den Boden legen können. Aber immer noch im Angriff. Hat jetzt Flanke. Ja, schade. Ärgerlich. Jetzt, die Chancenverwertung, das ist es. Wenn er da noch eine ganz kleine Schraube dran dreht, dann dreht er das Spiel gleich noch. Genau, und was finde ich auch auffällt, ist, er macht viele Flanken. Das ist ja gerade das, was in den letzten Jahren häufig funktioniert hat. Dieses Jahr funktioniert es ja eher weniger, haben wir schon zuletzt gesehen. Gerade das flache Flanken in den Rückraum funktioniert super gut. Diese hohen Flanken, die sind einfach dieses Jahr nicht so effektiv. Vielleicht könnte er davon ein bisschen weniger machen. Und dann könnte es hier vielleicht auch schon 2-1 stehen, würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Aber jetzt erstmal. Jetzt muss er aufpassen. Genau. Über zwei Situationen für den Paderborner, aber das macht er stark. Gut verteidigt. Und nimmt dem Ganzen Fahrt raus. Boah. Und kontert. Schöner langer Ball. Der hat echt Pässe drauf. Und klasse Lupfer. Oh. Richtig stark gemacht. Richtig stark gemacht. Junge. Was für ein Tor. Herrlich. Also, das war, glaube ich, das schönste Tor, was wir jetzt in den 4 Wochen Bundesliga Home Challenge hier gesehen haben. Traumhaft. Was ich vor allem. Hier auf dem echten Rasen. Ortega, langer Ball. Und genau. Schon. Was ich vor allem interessant finde, ist, ich finde gerade diese langen Pässe gehen dieses Jahr extrem schwierig. Also, das sieht man wirklich wenig, dass Spieler gerade im Profibereich oder im guten FIFA-Bereich, dass dann irgendwie über den ganzen Platz so ein steiler Pass gespielt wird. Hier ist es jetzt passiert, das zweite Mal schon. Hat richtig gut funktioniert, ist angekommen ohne Abseits. Also, das ist auf jeden Fall sehr erwähnenswert und deshalb auf jeden Fall richtig stark gemacht von ihm. Genau, zeigt auch die Übersicht von Keanu, dass er offensichtlich unten auf dem kleinen Spielfeld, was man quasi unten am Bildrand hat, schon gesehen hat, wo er den Ball hinspielen muss. Das erfordert viel Geschick und Übersicht auf jeden Fall an der Konsole. Da muss man die Augen auf dem Spielfeld und auf dem Minispielfeld haben und dann noch den Pass punktgenau bringen. Also wirklich tolles Tor. Das zeugt auch von sehr viel Übung, weil gerade dieses, was du schon meintest, diese Kombination aus ganzes Spiel, Pass vernünftig setzen und auf dem Radar, so nennt man das Ganze, gucken, das ist wirklich nicht einfach. Und das zeigt auf jeden Fall, dass er das schon öfter gemacht hat, dass er das gut drauf hat. Und jetzt auch wieder nach vorne kommt, hier über die linke Seite mit Hartetz, der viel macht über die linke Seite. Das ist richtig schön gemacht, auf Staude direkt. Und dann gibt es hier Abseits. Gibt es Abseits. Ganz knapp. Ärgerlich. Aber trotzdem eine absolute klasse Partie, das kann man hier schon mal vorweg sagen, auf jeden Fall. Eine verdiente Führung zur Halbzeitpause jetzt. Genau. Und die geht jetzt, wie du schon sagtest, in die
in die Halbzeit und es ist wirklich eine klasse Partie. Es ist super unterhaltsam, auch wenn das Ganze hier durchaus von Keanu angeführt wird und das nicht gerade wenig, aber der Fiedler, der hat auf jeden Fall auch seine Anteile hier in dieser Partie, macht das auch ganz okay. Und deshalb bin ich mal gespannt auf die zweiten 45 Minuten, was ich gerade gesehen habe im Chat, weil viele gefragt haben, ja, das ist das erste Spiel, es gab Verzögerungen bei der Partie vorher, weil es ist ja so, dass alle Partien von den ganzen Mannschaften nacheinander gespielt werden. Es gab Verzögerungen, deshalb das jetzt immer noch die erste Partie, gleich im Anschluss dann die Partie zwischen Amos Pieper und Marlon Ritter. Achso, ich höre gerade hier, das kleine Spielfeld, das sehen die Leute nicht, weil da unsere Grafik davor läuft. Achso. Das stimmt. Ja, gut. Aber ich glaube, jeder, der schon mal FIFA gespielt hat, der kennt das ja unten, den kleinen Radar, den man da hat. Also für das geübte Auge, der weiß natürlich, was da sonst zu sehen ist. Allen anderen sei gesagt, dass unter der Grafik auf dem Spielbildschirm der Spieler noch eine kleine, ein kleiner Radar ist, wo das ganze Spielfeld drauf ist und man sehen kann, wo sich die eigenen Spieler auf dem Spielfeld gerade bewegen. Janis, wir wollten noch ganz kurz Werbung machen, weil wir ja gerade hier in der Halbzeit sind, für unsere Kneipenaktion. Es ist ja Sonntagabend, es läuft gerade Fußball hier bei euch auf Arminia Club TV. Vielleicht könnt ihr euch noch ein virtuelles Bierchen dazu holen oder ein virtuelles Wasser oder einen virtuellen Pickard und genießt dabei die Bundesliga Home Challenge und unterstützt unsere Fankneipen. Einfach bei Arminia im Online-Shop vorbeischauen. 25 Fankneipen haben wir da im Aufgebot, die auf eure Hilfe angewiesen sind. Die haben aktuell keine Einnahmen. Also schaut doch vorbei, trinkt noch ein virtuelles Bierchen, Wasser, Cola, was auch immer und unterstützt unsere Fankneipen. Und weiter geht's im Spiel. Genau, nochmal kurz dazu, ihr habt oben auch rechts in der Infokarte einen Link zur Website. Da könnt ihr draufklicken, kommt dann direkt zu der Website, könnt an den Online-Shop und dann das Ganze dort bestellen. Wieder ein richtig starker Pass auf Staude direkt. Wahnsinn, diese langen Bälle, die hat er drin. Er nimmt damit die ganze Verteidigung auf gut Deutsch gesagt. Oh. Und hier das 3-1. Wunderschön. 3-1. Wahnsinn. Also da hat er ein Mittel gefunden, wo sein Gegner noch nicht so richtig weiß, wie er das verteidigen soll. Das ist natürlich auch schwierig zu verteidigen, aber das macht halt eigentlich so keiner. Viele spielen ja mit vielen Kombinationen, weil es was einfach modern ist. Aber er haut hier einfach diese langen Flanken raus oder diese langen Steilpässe. Und ja, die funktionieren bis hierhin richtig, richtig gut. Ich glaube, das muss. Meinst du, das liegt an den Anweisungen, die er vielleicht vor dem Spiel seinen Spielern gegeben hat? Das kann auf jeden Fall damit zusammenhängen. Gerade sowas wie Abwehr überlaufen, das passt natürlich dazu. Das ist eine Anweisung, die man ganz gerne gibt. Aber das alleine macht es natürlich auch nicht aus. Also er macht das schon auch, was gerade die Übersicht angeht. Und das Freilaufen, das Passen, das macht er richtig, richtig gut. Mamba jetzt, aber erstmal... Auch hinten steht er richtig gut. Auch hinten, Ast rein. Also wirklich wieder ein klasse Auftritt von Keanu, der hier auf ganzer Linie überzeugt. Ja, ich als regelmäßiger, aber eher schwacher FIFA-Spieler frage mich natürlich, wie er das macht. Oh. Und da ist schon wieder der nächste Ball drin. Das ist natürlich 4-1. Jetzt aber 4-1 hier. Wahnsinn. Klasse Auftritt. Und diesmal nicht über die Flügel, keine Flanken, sondern einfach mal durch die Mitte. Also auch hier sehr variabel. Das macht es natürlich schwer auszurechnen für den Gegner. Auf jeden Fall. Also richtig, richtig starker Auftritt hier. Und wie gesagt, man darf es nicht vergessen, es ist kein normaler Lizenzspieler von dem SC Paderborn 07 hier, der hier antritt, gerade gegen Janus, ist tatsächlich ein, ja, fast schon Profi. Es ist Lukas Fiedler, der die Stadtmeisterschaft gewonnen hat in Paderborn und dementsprechend sich schon bewiesen hat. Das auch wieder ein optimistischer Pass, kommt aber diesmal, ich glaube, es ist der erste Ball in dieser Partie dieser Art, nicht an. Ich glaube, ich muss mir die Wiederholung später nochmal angucken und irgendwie herausfinden, wie Keanu das mit den langen Bällen macht. Also das finde ich absolut faszinierend. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das ist genial, wie er das macht. Hebelt da immer regelmäßig die halbe Mannschaft mit aus und spielt sich so relativ zügig vors Tor. Das ist wirklich absolut klasse gespielt. Komm, das Gute daran ist natürlich auch, je mehr Tore er macht, desto offener wird die Verteidigung hin. Dann kann er das öfter machen. Und das funktioniert richtig gut gerade. Jetzt kommt er wieder über links, da macht er viel mit Staud und Hart jetzt in Kombination. Verliert aber hier erstmal den Ball. Und jetzt hat er aber wieder das Feld auf sich. Steilpass. Richtig schön gemacht, schade. Leider nicht geklappt, schade. Aber 4-1, das ist natürlich schon ein Brett. Also gegen einen so semi-professionellen FIFA-Spieler, sage ich jetzt einfach mal, das ist echt eine Nummer. Hättest du das vorher gedacht? Tatsächlich nicht. Also ich habe Keanu schon einen sehr, sehr guten FIFA-Spieler im Kopf gehabt, gerade von der letzten Woche, wo er das richtig gut gemacht hat. Aber so hätte ich mir das Ganze jetzt hier nicht vorgestellt. Auch hier wieder super stark verteidigt, auch wenn der Pass jetzt nicht ganz ankommt. Aber wieder Ballbesitz für uns.
Ja, gleich sehen wir dann ja das Duell der zwei Lizenzspieler, Amos Pieper gegen Marlon Ritter. Da haben wir dann zwei, nicht so konsolenerprobte Menschen, zumindest im Vergleich zu E-Sportlern, nochmal dran. Das wird vielleicht deutlich ausgeglichener, wobei deutlich ausgeglichener ja die falsche Aussage ist im Grunde genommen, weil eigentlich hatten wir ja erwartet, dass es hier nicht ausgeglichen wird, aber in die andere Richtung. Aber da zeigt Keanu mal wieder, dass er ein kleiner Künstler an der Konsole ist. Genau, also macht das wie gesagt richtig gut. Gleich dann mal gucken, vielleicht haben wir dann ein richtig ausgeglichenes Spiel, war ja auch zuletzt so bei der Partie von Amos Pieper, der ja auch, ich glaube, 3-2 gewonnen hat. Das war ja auch ein bisschen knapp. Mal gucken, vielleicht haben wir gleich ein etwas knapperes Ergebnis, wobei man auch sagen muss, auch wenn es hier 4-1 steht, immer noch eine spannende Partie mit sehr, sehr ansehnlichen Toren auf jeden Fall. Ich glaube, dass auch die Spielanlage von seinem Gegner Keanu ein bisschen in die Karten spielt. Der versucht nämlich immer, sich am gegnerischen 16er breit aufzustellen, zieht 6 bis 7 eigene Feldspieler an den gegnerischen Strafraum, um sich dann durchzukombinieren, die Lücke zu finden. Und wenn Keanu dann den Ball gewinnt, dann geht's halt schnell. Dann kann man mit einem langen Pass direkt 7, 8 Spieler überbrücken. Das scheint ihm etwas entgegenzukommen. Er macht es aber natürlich, nutzt es auch hervorragend aus. Auf jeden Fall. Was man hier ganz klar, finde ich, sagen kann oder wieder erwähnen muss, natürlich gibt es Spieler, die gut sind in FIFA und Spieler, die nicht so gut sind. Aber es kommt doch immer ganz, ganz stark darauf an, ob man gerade mit dem Spielertyp klarkommt. Also es scheint wirklich so, dass Keanu sehr, sehr gut mit dem Spielertyp klarkommt von Lukas Fiedler. Aber was natürlich nicht heißt, dass er jetzt unbedingt besser ist. Es kann natürlich auch sein, dass in der Theorie oder auf Blatt Papier oder generell insgesamt bei Weekend Leagues, bei Turnieren und so, dass vielleicht Lukas Fiedler insgesamt besser ist. Aber gerade passt dieser Spieltyp von Lukas Fiedler sehr, sehr gut. Und wie du schon sagtest, er spielt ihm total in die Karten rein. Er macht das richtig gut, kann das richtig gut ausnutzen, spielt die Verteidigung da super aus und macht hier ein Tor nach dem anderen. Ja, und Keanu, wir hatten es eben schon mal kurz angesprochen, als jemand, der schon seit seinem 8. Lebensjahr bei Arminia spielt, hält hier die ostwestfälischen Fahnen in Bielefeld hoch. Das passt natürlich auch wunderbar in die Geschichte dieses Wochenendes. Und führt weiterhin mit 4-1 die letzten 5-6 Minuten laufen. Ja, nochmal richtig gut gemacht. Da ist nochmal der Anschluss. Schade. 4-2. Hat er dem Lukas Fiedler nochmal die Lücke gelassen, der das dann wieder eiskalt ausnutzt. Ich glaube, der hat jetzt insgesamt nur 3 Chancen gehabt und 2 Tore gemacht. Also da wieder sieht man wieder die Effektivität. Ja, Suku jetzt. Aber Zingel hat den Ball. Was man hier vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen kann, es ist nicht ganz irrelevant, dass es jetzt nicht mehr 4-1 steht und jetzt vielleicht auch gleich 4-3. Gucken wir drauf, Pfostentreffer, Nachschuss. Das ist ärgerlich. Da landet der Pfostentreffer tatsächlich direkt wieder vor dem Fuß von Zielinski. Das ist natürlich ärgerlich. Und wie gesagt, das ist nicht ganz irrelevant, denn insgesamt werden gleich beide Spiele zusammengerechnet. Das heißt, es ist schon eigentlich ganz von Vorteil, wenn man hier mit einer guten Tordifferenz rausgeht. Aber jetzt kommt er nochmal in den gegnerischen Strafraum, hat vielleicht noch eine Chance, um nochmal einen nachzulegen. Nee, macht er nicht mehr, Spielschluss. Aber trotzdem 4-3 gewonnen. Ganz starker Auftritt von Keanu. Das muss man wirklich nochmal sagen. Ganz, ganz starker Auftritt. Wir gehen ganz kurz in die Pause, die wird wahrscheinlich etwas kürzer sein als normal. Aber gehen vorne mal ganz kurz in die Werbung und dann sind wir gleich wieder für euch mit dabei. Nach dem Spiel ist vor dem Genuss mit Krombacher, dem Bier der Arminen. So, also erste Partie ist gelaufen. 4-3 ging es aus zwischen Keanu Staude und Lukas Fiedler, dem Stadtmeister von 2019 aus Paderborn. Und jetzt gleich im Anschluss dann die Partie zwischen Amos Pieper und Marlon Ritter. Also das dann wahrscheinlich, wie du schon eben sagtest, oder mal gucken, vielleicht wird es ja gar nicht so, aber wahrscheinlich eher eine Partie, die dann ein bisschen mehr auf Augenhöhe sein wird. Und ich sehe gerade bei den Statistiken, der Lukas Fiedler hat tatsächlich 3 Schüsse aufs Tor und macht 3 Tore. Unglaublich. Das ist effizient, effektiv. Aber das zahlt sich dann natürlich auch aus, wenn man wirklich Training hat. Wir haben das ja letztes Mal schon angesprochen, so E-Sportler, die trainieren natürlich, oder sehr ambitionierte FIFA-Spieler, die trainieren natürlich besonders so Situationen wie Abschluss und so weiter. Das heißt, die haben einfach logischerweise eine stärkere Effektivität dann vor dem Kasten. Ich lese hier in den Kommentaren ganz viel mit Klos und Team of the Season so far. Der war ja nominiert. Aber Janis, wir haben eben schon nachgeguckt, die Wahl ist schon beendet, ne? Genau, die Wahl war tatsächlich nur bis heute 19 Uhr einschließlich, bedeutet nur 2 Tage, sehr gut gerechnet,
Heißt also, das war nicht sehr lange und ihr könnt jetzt tatsächlich nicht mehr wählen, aber mal gucken, mit etwas Glück, wir brauchen schon sehr, sehr viel Glück, denke ich mal, könnte es vielleicht passieren, dass wir dann close im Team of the Season so far sind. Man muss natürlich fairerweise, oder was heißt fairerweise, aber man muss natürlich ehrlicherweise sagen, es ist schon etwas unwahrscheinlich, weil natürlich die ganze Welt wählt und Arminia Bielefeld und gerade ein Fabian Klose vielleicht mit seinen nicht ganz so guten FIFA-Werten, die zwar nicht unbedingt gerechtfertigt sind, aber die sind nun mal so da, nicht unbedingt der relevanteste FIFA-Spieler ist, die relevanteste FIFA-Karte, und müssen wir mal gucken, ob es da dann vielleicht mit etwas Glück eine TOTS-Karte in Zukunft geben könnte. Ja, da sollten wir, glaube ich, einfach mal ostwestfälisch optimistisch rangehen und sagen, komm, das wird was. Genau, also da jetzt geht's gleich los. Amos Pieper gegen Marlon Ritter. Amos Pieper, der Defensivspezialist. Ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt, weil es war tatsächlich das Spiel gegen Paderborn, unser letztes direktes Duell, bei dem Amos Pieper das erste Mal in der Schüko Arena für Arminia Bielefeld über 90 Minuten gespielt hat. Der ein oder andere wird sich vielleicht erinnern, die Rückblickvideos haben wir heute nochmal auf allen Kanälen gepostet. 2:0 ging es damals aus. Da hat Amos mit einer astreinen Defensivleistung überzeugt. Wenn er jetzt gleich kein Tor kassiert, dann haben wir die vierte Home-Challenge ja schon gewonnen. Also hoffen wir einfach mal, dass er die Defensivspezialisten hier auch an der Playstation spielen kann. Genau, Defensivspezialisten, du sagst es richtig. Auf der anderen Seite Marlon Ritter, ein Offensivmann vom SC Paderborn. Mal gucken, ob das vielleicht sich dann auch gleich im Spielstil widerspiegelt. Vielleicht sehen wir einen defensiv aufgestellten Amos Pieper und einen offensiv agierenden Marlon Ritter. Mal gucken, was uns da gleich erwartet. Aber es geht auch gleich jetzt schon los. Also die beiden haben sich eingeladen, sind dabei, ihre Teams zu gestalten. Also es wird jetzt gleich in wenigen Augenblicken losgehen. Ja, du hast es letzte Woche, glaube ich, schon mal angesprochen, dass unter den E-Sportlern das so ein bisschen Thema ist. Wie viel stellt man wirklich nachher individuell ein? Wie viel gibt man den einzelnen Spielern Anweisungen oder lässt es eben? Eben haben wir Keanu gesehen, der, glaube ich, 5 Minuten lang seine Spiele eingestellt hat. Mit sehr viel Erfolg, muss man ja sagen. Jetzt ist es, glaube ich, gerade Marlon Ritter, der hier sehr lange seine Mannschaft formiert. Im Gegensatz zu Amos. Bin ich mal gespannt, ob man davon gleich auch irgendwas sieht im Spiel. Genau, gucken wir mal. Wir gehen ganz kurz in die Werbung und sind dann gleich wieder dabei. Bis gleich. Auf geht's Arminia. Spannende 90 Minuten wünscht Krombacher. Das Bier der Arminen. So, da sind wir wieder zurück und ich sehe gerade die Frage, warum ging es heute erst später los? Es gab Verzögerungen bei der Partie zwischen RB Leipzig und Dynamo Dresden. Deshalb musste das Ganze hier etwas später angepfiffen werden. Jetzt die zweite Partie, erste Partie 4:3 gewonnen. Merkt euch das, müssen wir gleich wissen für die Tordifferenz. Und jetzt starten wir rein hier in die zweite Partie des Tages. Amos Pieper oben rechts zu sehen gegen den Offensivmann vom SC Paderborn, Marlon Ritter. Ja, Amos fängt den ersten Angriff gleich ab und baut wieder ruhig auf. Das haben wir letzte Woche schon gesehen. Amos keiner, der wahnsinnig schnell umschaltet, sondern der kontrolliert versucht, nach vorne zu spielen, sich da in der gegnerischen Hälfte aufbaut und dann auf die Lücken achtet. Ja, und der erste Pass in eine solche Lücke landet im Tor aus. Also ich bin gespannt, ob wir wieder eine sehr abwartende taktische Partie sehen oder ob es jetzt richtig wild hin und her geht. Ja, ich denke mal, gerade wie du sagst, abwarten. Ich glaube, das ist die Taktik, die Amos wieder fahren wird, weil es hat funktioniert. Es ist durchaus eine Herangehensweise, die funktioniert. Und das ist ja auch gerade das, was man vielleicht denkt, wenn man weiß, okay, er ist Verteidiger. Das ist ja gerade das, was ich eben meinte, dass man dann vielleicht einen eher defensiv aufgestellten Spielstil sieht. Das aber erstmal eine direkte Flanke in die Mitte. Klose ist immer noch am Ball. Abschluss und die erste Möglichkeit hier in Minute 9. Auch wenn sie jetzt nicht allzu gefährlich war. Ja, aber immerhin immer schon mal ein gutes Zeichen, glaube ich, wenn man so in den ersten Minuten reinkommt, hat direkt eine Torchance, dann hat man schon mal ein ganz gutes Gefühl fürs Spiel. Was ich mich gerade gefragt habe, Janis, kannst du mir das beantworten? Hat Amos denn jetzt eigentlich das Spiel von Keanu beobachtet? Weiß der, dass er mit einer 4:3 Führung reingeht? Du, da bin ich eigentlich genauso überfragt wie du, weil ich weiß natürlich jetzt nicht, ob er sich vielleicht irgendwo angeschaut hat. Sehr gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich das Ergebnis angeguckt hat oder dass er vielleicht kurz von Keanu eben eine WhatsApp bekommen hat, jo, ich habe 4:3 gewonnen oder sowas. Aber ob er sich das Spiel jetzt angeguckt hat, das kann ich dir tatsächlich so nicht sagen. Konnten wir leider nicht beobachten, wir waren ja selber mit Keanus Spiel beschäftigt. Genau.
Ja, genau. Amos sehen wir wieder sehr kontrolliert, auch defensiv, stellt sich in seine Hälfte, lässt den Gegner kommen und versucht die Räume eng zu machen, um dann den Gegner besonders schwer zu machen, durchzukommen. Die Räume ein bisschen zu weit offen, aber jetzt erstmal wieder Ball besitzen, jetzt wenn es vielleicht schnell geht, weil viele Paderborner vorne, Vogelsammer jetzt über links, Klos, Vogelsammer, der läuft. Das sieht gut aus. Pass in den Rückraum, richtig stark gemacht, 0-1. Jawohl, das hat er sich verdient. Sehr schön. Klasse Tor, wieder richtig typisch FIFA, einmal zur Grundlinie zurückgelegt und dann im Nachsetzer. Genau, ich glaube, da ärgert man sich auch so richtig, wenn man so ein Tor kassiert, wenn der Torwart erst das Ding hält, dann freust du dich schon so ein bisschen, oh ja, ich hab's gehalten und dann der Abpraller doch wieder drin. Passiert auch echt häufig in FIFA, ne? Ich denke, wir kennen das alle aus unseren Spielen in FIFA, wenn sowas passiert, dann könnte auch vielleicht mal ein Controller irgendwo hinfliegen. Auch nach wie vor die kleine Cam, ihr habt sie ja auch drauf, von Amos, immer sehr nett. Er wirkte letzte Woche schon sehr fokussiert, jetzt auch wieder, wenn man da mal reinguckt. Leicht nach vorne gelehnt, ernster Blick. Der ist auf jeden Fall voll bei der Sache und will hier den nächsten Sieg einfahren. Ja, wobei man eben gesehen hat, Keanu, wie auch schon in der letzten Woche, eher entspannt zurückgelehnt, ist da so ein bisschen am Chillen, aber hat das auch, wie gesagt, da gut gemacht. Also es kann auch durchaus in der entspannten Pose sehr, sehr gut dann fürs Spiel aussehen. Aber jetzt die fokussierte Pose. Und ich denke, das ist kurzes Kopfschütteln beim Ballverlust. Gute Zeit. Sehr, sehr schön, da ins Gesicht Amos zu gucken. Das ist mal ein Tor. Ah, das ist ein gutes Ding. Hat er mit sich selber getroffen, der Marlon Ritter? Nee, das ist tatsächlich das der Sven Michel. Ah ja, aber das Jubeln hat Marlon Ritter vorher noch geübt, wie wir hier sehen. Dass er dann, wenn er trifft, sein kann. Ja, schade. Ich glaube, der Ballverlust war schon ein großes Übel. Da war dann die linke Abwehrseite auf einmal komplett auf. Aber ausgeglichene Partie, finde ich. Amos macht ein bisschen mehr, was gerade so Spielaufbau angeht. Offensiv ist aber noch nicht so viel dabei. Vielleicht jetzt mal die nächste Möglichkeit. Das ist Patrick Weihrauch, den wir auch schon in der letzten Woche gesehen haben. Klos. Wieder sehen wir ganz kontrolliert. Wenn es keine Lücke gibt, dann spielt er auch nochmal zurück. Jabo, 2-1. Jawohl, sehr schön, sehr schön. Klasse. Ja, da hat man wieder gesehen, wenn der Pass nicht durchgeht, dann muss man es halt mal mit dem Dribbling versuchen. Und das ist sehr erfolgreich. Drin ist das Ding. Genau, vorher ein bisschen Glück gehabt. Jabo hat da ja irgendwie den Ball verloren, kam dann ganz glücklich wieder an den Ball. Aber wie du schon sagst, ist dann ordentlich gedribbelt. Kein Gegenspieler meinte da irgendwie verteidigen zu müssen. Ausgenutzt, einfach mal abgezogen und dann klingelt es hier zum Stand jetzt 1-2. Schön. Und ich sehe gerade, bei Jabo ist noch die falsche Rückennummer drin. Der spielt nicht mit der Nummer 10, sondern hier bei FIFA hat er tatsächlich noch die Nummer 15. Da müssen wir vielleicht nochmal an EA schreiben. Müssen wir mal eine Nachricht raushauen. So, auch hier wieder sehen wir den Risikopass, wird gescheut, lieber kontrolliert nochmal, aber trotzdem der Ballverlust. Schade. Ja, Jasula jetzt. Brücker, oh, ganz bitter, wie der Ball durchkommt. Jasula. Aber hinten kann er sich auf Brunner verlassen. Immer noch heiß, Mamba. 2-2. Eieieiei. Ah, da hätte er vielleicht einmal das Ding rausschlagen sollen, aber war natürlich sehr schwierig. Also, was? Genau, erstmal. Marlon Ritter hat einmal alle Jubelkombinationen sich vorher angeguckt. Probiert hier alles aus. Aber solange es hier unentschieden steht, also solange es ein Unentschieden oder ein Sieg für uns ist, ist ja alles gut. Eben ja 4-3 gewonnen und beide Ergebnisse werden ja einfach zusammengezählt. Bedeutet, noch ist alles in Ordnung. Ja, und wieder ein früher Ballverlust an der Mittellinie schon. Da muss er ein bisschen aufpassen. Da hat der Marlon Ritter ihn jetzt ganz gut gelesen, sag ich mal. Und ja, hat er antizipiert da den ein oder anderen Pass schon recht früh. Also da muss Amos vielleicht mal ein ganz bisschen die Ohren steif stellen, dass ihm das nicht zu häufig passiert. Genau, jetzt haben wir Klos über die rechte Seite. Jabo läuft sich gut frei. Erstmal Brunner mitgenommen, der auch viel macht. Ja, Klaus kommt da ein bisschen aus dem Abseits. Abseits gespielt wird, ja, wir haben es die letzte Woche schon erklärt, im 85er-Modus. Aber Janis, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz in zwei Sätzen zusammenfassen, was heißt das?
Ja, der 85er-Modus ist quasi so der fairste Modus, den es in Ultimate, oder nicht in Ultimate Team, sondern in FIFA 20 gibt. Alle Spieler haben eine 85, bedeutet, ob du jetzt den FC Bayern München nimmst oder Arminia Bielefeld, es ist total egal, weil alle Spieler haben eine 85 und so kann einfach ja, sichergestellt werden, dass quasi faire Bedingungen hier bei den Spielen quasi laufen. Und der nächste Abschluss für Amos, aber leider doch relativ deutlich vorbei. Und dann ist auch schon Halbzeit. Genau, kann ja mal ganz kurz einen Blick auf die Statistik. Wir haben leider jetzt weggeklickt, aber ich meine, es sah so aus, dass es relativ ausgeglichen war. Ein bisschen mehr vielleicht für Amos, aber insgesamt kann man hier sagen, dass das 2:2 völlig in Ordnung geht. Und für uns ist das 2:2 ja wie ein gefühlter Sieg, denn Keanu hat ja schon vorgelegt. Also mit einem Unentschieden bei Amos können wir uns heute sehr gut begnügen. Ja, dribbelt wieder viel im Mittelfeld, weil auch wieder hier viel Platz wird nicht angegriffen. Und da kann man natürlich auch mal super dribbeln, weil warum nicht? Schadet ja nicht. Klasse genau, das jetzt. Haben wir eben beim Tor schon gesehen. Genau. Jetzt ist wieder rechts der Raum. Nimmt den Außenverteidiger mit. Ja, da hat er sich leider verdrückt. Da hat er keinen Bock mehr. Aber das klappt ganz gut. Genau, er guckt immer, dass er in der Mitte dribbeln kann. Und wenn dann sein Gegenspieler die Mitte zumacht, dann versucht er schnell über außen. Das klappt tatsächlich ganz ordentlich. Ja, jetzt ist da ein bisschen viel Platz für mir eine Felde, für meinen Geschmack. Oh, kommt da ganz unglücklich durch. Eieiei. Ja, und damit gleicht Marlon Ritter im Gesamtduell aus. Ärgerlich. Das ging tatsächlich dann doch relativ einfach. Was ich ja sehr mag, das habe ich letzte Woche schon beobachtet, wenn man Amos zuguckt, man sieht immer eine sehr klare Spiellinie. Also er hat seine Spielidee, wie er bei FIFA zum Erfolg kommen möchte und zieht das sehr konsequent durch. Das kann man immer sehr schön erkennen. Und es ist ja auch sehr erfolgreich, auch wenn er jetzt gerade 2-3 hinten liegt, aber ich glaube, da geht noch was. Auf jeden Fall. Zum Beispiel wieder. Schade. Aber ist natürlich auch Profi, also jetzt nicht in FIFA, aber im echten Fußball, das ist ja nicht so weit davon entfernt. Und das sind natürlich auch ganz klare Spielweisen, die du da immer runterratterst, mehr oder weniger. Und dann ist es natürlich auch naheliegend, dass man das Ganze dann in sein FIFA-Spiel implementiert. Also meinst du, dass jemand, der auf einem taktisch guten Level Fußball spielt in echt, hat auch bei FIFA Vorteile? Ja, was heißt Vorteile? Also wenn das so durchsetzt, dann kann er da auf jeden Fall Vorteile rausziehen, aber ich glaube, es gibt auch genug normale Fußballer, die das nicht so machen, die einfach FIFA irgendwie spielen. Aber wenn man das wirklich so taktisch strukturiert macht, wie es ja auch ein Profi macht, ein Profi-FIFA-Spieler macht das ja auch nicht irgendwie, wer gerade Lust hat oder wie er gerade denkt, sondern es ist natürlich alles Taktik und ich glaube schon, dass da jemand wie Amos Pieper oder generell ein Profifußballer durchaus, wenn er das Ganze nutzt, auch seine Vorteile rausziehen kann. Ja, und ich bin mir sicher, dass Amos das nutzen kann. Sicherlich einer der sehr cleveren Köpfchen in unserer Mannschaft. Ich glaube, der wird sich da auf jeden Fall was mitdenken und kann das gut übertragen. Ich freue mich hier gerade übrigens über viele positive Kommentare, die ich im Chat lese. Die optimistischen vor allem. Natürlich holt Amos das noch. Ich glaube, da sollten wir mal unseren ostwestfälischen Pessimismus abschalten und an unseren Spieler glauben. Der hat bis jetzt eine klasse Partie gemacht und ich glaube auch, der macht gleich noch das 3-3. Ich habe da ein gutes Gefühl. Wurde ja auch, glaube ich, am Anfang der Partie irgendwie von ein paar Leuten getippt, das 3:3. Gucken wir mal. Ja, auch schöne Trick-Taste, das liebe ich ja immer. Einmal kurz R2-Stick gedreht und dann doch ins Tor aus. Ja, durchaus. Aber sie begegnen sich auf einem Level, also ist wirklich eine spannende Partie. Ja, das kann man definitiv so sagen. Auch wenn ich finde, dass der gute Marlon Ritter immer besser reinkommt in die Partie, gerade hinten immer besser steht. Und Amos kommt da gerade zumindest nicht mehr so gut durch, wie er das am Anfang kam. Links ist jetzt ganz frei. Spielt aber nicht hin erstmal. Keanu jetzt am Ball. Gute Finte. Schade. Ah, schade. Ja, nach der Finte hätte es vielleicht ein bisschen schneller ins Zentrum gehen können. Die hat er sehr gut eingesetzt. Ja, 20 Minuten haben wir noch Zeit. Langer Ball, wie eben bei Keanu. Aber bei Keanu kam die besser an, auch wenn immer noch Paderborner Ballbesitz. Aber stark verteidigt. Dann wieder, was meinst du, im Gesamtergebnis gibt sich Amos damit im 2:3 zufrieden oder haut er am Ende auf die Kacke und versucht nochmal alles nach vorne zu werfen, das Tor zu machen?
Also gerade das und vor allem, wenn er wirklich das Ergebnis weiß, was wir jetzt tatsächlich nicht wissen. Aber wenn er weiß, wie Keanu eben gespielt hat, dann wird er, denke ich, gleich nochmal spätestens so in den letzten 5 Minuten oder so nochmal alles nach vorne hauen, was geht, weil ja, was zu verlieren hat er dann ja nicht wirklich. Ja, ein Unentschieden zumindest, ne? Also gesamt genau, steht es ja noch unentschieden. Aber wenn man natürlich den Sieg haben kann, dann nimmt man natürlich ja. den gerne mit. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, das ist einfach die Motivation des Profisportlers, dass er natürlich ja. gewinnen will, um alles in der Welt, und wenn es auch nur ein FIFA-Spiel ist. Ich glaube, das werden wir gleich auch noch sehen. Ja, jetzt mal aufpassen, aber jetzt wieder viele Paderborner vorne und jetzt Keanu Staude. Links ist wieder eine Menge Platz, aber macht viel über rechts heute. Also das, was wir eben bei Keanu nicht so gesehen haben, der viel über links gemacht hat. Staude. Ich glaube, bei Amos ist so der Klassiker Bildschirm nah. Ne? Er macht das immer über die Seite, die unten im Bildschirm ist. Das ist, glaube ich, auch so ein klassisches FIFA-Ding. Das stimmt natürlich. Das ist, macht man sehr häufig so. Abschluss. Ach, schade. 10 Minuten haben wir noch. Schade, schade, schade. Genau, 10 Minuten haben wir noch. Er scheint aber wieder einen Weg gefunden zu haben. So nach so 20, 30 Minuten, wo nicht viel passiert ist, hat er jetzt wieder die Chancen. Ja, erstmal geklärt. Das sind besonders ärgerliche Ballverluste, so ein Fehlpass dann beim Konter. Und was ich auch gerade sehe, vielen, vielen Dank für Stand jetzt, wie ich zumindest jetzt die Zahl sehe. Ich weiß nicht, was die höchste war, aber aktuell 662 Zuschauer. Sehr, sehr cool, dass ihr alle heute eingeschaltet habt. Vielen Dank. In der vorerst letzten Ausgabe der Bundesliga Home Challenge, genau. Heute der 4. Spieltag. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, ob es eine Fortsetzung gibt, aber wahrscheinlich erstmal nicht. Nach den ersten 4 Spieltagen. Uiuiui, jetzt war es aber nochmal richtig eng. Ja, jetzt ist Crunch-Time. Jetzt sind die besagten letzten 5 Minuten. Genau. Amos wechselt auch nochmal. Hartl kommt für Jabo, der etwas wendigere. Aber dass er auf sehr offensiv gestellt hat oder so, haben wir noch nicht gesehen, ne? Also. Nee, ist ja auch nicht in die Pause oder so gegangen. Von daher mal gucken. Vielleicht weiß er das Ergebnis ja auch nicht. Oder vielleicht will er einfach mit der Mannschaft jetzt nach vorne gehen. Aber muss er natürlich jetzt auch ein bisschen schneller spielen, weil viel Zeit ist nicht mehr. Aber er bleibt erstmal seinem Spielstil treu. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Bevor er jetzt was umstellt und dann die Fehler macht. Er ist ja jetzt nochmal drin im letzten Drittel. Ja. Brunner jetzt wieder auf Keanu. Staude. Sehr zur Grundlinie zurückgelegt. Ah, schade. Ah! Ich hab's schon klingeln sehen. Schade. Sehr schön wieder rausgespielt. Und jetzt sind wir in der Nachspielzeit. Ja, also wenn wir jetzt mal hier realistisch bleiben, jetzt hat Paderborn noch Ballbesitz, also das scheint hier bei dem 3-2 zu bleiben und damit wäre es natürlich dann am Ende des Tages ein Unentschieden, weil 4-3 gewonnen, jetzt 3-2 verloren. Bitter, dass Keanu am Ende noch die beiden Dinger reinbekommen bei den letzten 2 Minuten. Genau, bitter auf jeden Fall, aber blickend. Ich denke, am Ende des Tages geht das Ganze, finde ich, schon in Ordnung, das ist mal... Einen Schluss. Interessante Variante. In dieser Partie tatsächlich. Wollte noch mal einen raushauen. Damit aber die Partie vorbei. Wir gehen ganz kurz die Werbung und dann sind wir gleich für euch wieder am Start. Nach dem Spiel ist vor dem Genuss. Mit Krombacher. Dem Bier der Arminen. So, also beide Partien haben wir jetzt gesehen. Erste Partie Keanu gegen Lukas Fiedler von Paderborn, 4-3 dort gewonnen, bedeutet, ja, da erstmal quasi 3 Punkte, aber ihr wisst ja, beide Partien werden einfach zusammengerechnet, gerade leider Gottes unglücklich verloren mit 3-2, Pieper gegen Marlon Ritter und damit natürlich insgesamt für die Leute, die das Ganze mal im Kopf zusammengerechnet haben, ja, ein Unentschieden. Ich denke aber, dass ein 6-6, genau, ein 6-6, insgesamt geht das Ganze aber, denke ich, in Ordnung, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben zwei ausgeglichene Spiele gesehen. Keanu hat wirklich phasenweise hervorragend gespielt, musste sich dann aber am Ende gegen den doch aufkommenden und sehr starken Gegner noch 2 Tore fangen. Trotzdem klasse Partie mit 4-3. Und ich glaube, Amos war so ein bisschen das Spiegelbild zu letzter Woche, wo er in einem sehr ausgeglichenen Spiel dann 3-2 ja. gewonnen hat. Jetzt wieder ein ausgeglichenes Spiel, leider 3-2 verloren. Aber ich glaube, damit können wir alles in allem zufrieden sein. Auf jeden Fall.
erste Partie. Ich muss sagen, wie du schon eben sagtest, also ich hätte damit nicht unbedingt gerechnet, dass Keanu so gut da reinkommt in die Partie und wirklich so krass auch mit seinen langen Bällen, die ja wirklich besonders waren, wirklich dann den Gegner teilweise, um es mal ein bisschen umgangssprachlich zu sagen, hops nimmt. Also das war schon sehr, sehr gut. Und ja, von Amos, wie gesagt, auch insgesamt eine gute Leistung am Ende. Ein bisschen unglücklich verloren, aber war auch nicht ganz unverdient, muss man fairerweise sagen. Ritter hat das vor allem dann am Ende defensiv sehr, sehr gut gemacht, hat da wenig zugelassen. Und deshalb, genau, haben wir beide Partien gesehen. Wie gesagt, es ist vorerst die letzte Bundesliga-Home-Challenge, was nicht heißt, dass es keine mehr geben wird. Aber das kann sein. Also wir müssen gucken, was dann in der nächsten Zeit entschieden wird. Aber das erfahrt ihr dann natürlich auch spätestens über unsere Social-Media-Accounts, Arminia Official. Einfach bei Instagram folgen, aber ich denke mal, viele von euch werden das schon machen. Und wenn ihr Bock auf E-Sports habt, dann natürlich auch Arminia E-Sports bei Instagram, vor allem dort folgen. Genau. Dann haben wir es, glaube ich, soweit. Ich glaube, wir können stolz sein auf unsere beiden Jungs. Wir sind jedes Mal mit zwei Profis angetreten, haben von 4 Spielen 2 Spiele gewonnen, ein Unentschieden und nur ein Spiel verloren. Und dafür, dass unsere Gegner oft mit E-Sportlern angetreten sind, heute der SC Paderborn ja auch, sind das wirklich hervorragende Leistungen, die unsere Profis da abgerufen haben. Und wir freuen uns, dass die Spieler aus unserer Mannschaft auch einfach Bock hatten, das mit uns zu machen. War ja auch für uns das erste Mal, generell für die Bundesliga, dass so eine Home-Challenge gemacht wurde. Und ich glaube, da haben sich unsere Spieler wirklich toll verkauft. Genau, also auch nochmal ganz klar hier zu erwähnen, auch cool, dass immer so viele Leute mit am Start waren. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass sich so viele Leute dann quasi für FIFA 20 interessieren. Auch nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der zugeschaltet ist. Checkt auf jeden Fall gerne die Infokarte aus. Dort findet ihr den Link zu unserer Website, eben schon angesprochen. Unterstützt unsere Fankneipen. Es lohnt sich, oder was heißt es lohnt sich, aber wenn ihr da noch später irgendwann mal hingehen möchtet. Genau, ich meine, natürlich für uns jetzt als Privatpersonen lohnt es sich insofern natürlich, dass man dann später da hingehen kann und nicht, dass diese Kneipen vielleicht zumachen müssen, weil sie aktuell einfach ja keine Einnahmen haben. Das ist nun mal leider so. Es geht vielen Unternehmen so, vielen Kneipen, Restaurants, was auch immer. Und da vielleicht einfach mal sich ein virtuelles Bier oder sowas zu bestellen, auch wenn ich es mal ein bisschen komisch finde. Aber genau, das ist natürlich eine super Sache und gerade wenn ihr da vielleicht eine Kneipe habt, in die ihr öfter mal geht, dann unterstützt sie doch sehr, sehr gerne. Findet ihr, wie gesagt, wenn ihr über den Link in der Infokarte geht. Ich würde sagen, wir haben eigentlich nicht mehr viel zu erzählen, deshalb würde ich sagen, soll es das gewesen sein. Hast du noch ich lese dir gerade das Zuschauen, hat echt Spaß gemacht, das freut uns natürlich, dass das Zuschauen Spaß gemacht hat. Mir hat es sehr Spaß gemacht, Janis, dass ich jetzt mit dir hier zweimal kommentieren durfte. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne und vielen Dank. Und ja, danke fürs Zugucken. Genau, das war noch ein schönes Schlusswort. Damit sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ciao, ciao.